Ich bin hier mit dem Boot gerade eingestiegen auf dem Elbe-Seitenkanal bei Schönewörde. Mache eine kleine Paddeltour Richtung Norden zu, also Richtung Wittinger Hafen. Und jetzt geht's gleich los. Ich bin soeben mit meiner Paddeltour gestartet, bei Kilometer 29,3 an der Autobrücke, hier zwischen Schönewörde und Vorhof. Vor mir jetzt die Eisenbahnbrücke. Ich paddle also nach Norden. Bei Kalbala. Dort zweigt der Elbe-Seitenkanal also vom Mittellandkanal ab. Und bis hierher sind es jetzt 30 Kilometer gewesen. Ja, es ist relativ windstill, ein etwas sonniger Nachmittag. Alles gut. Ich bin jetzt 2 Kilometer gepaddelt in 16 Minuten. Ja, das ist ungefähr die Zeit, die hier auf dem Elbe-Seitenkanal auch etwas längere Zeit paddeln kann. Da darf man dann aber das Paddel nur selten mal aus der Hand legen. Der Elbe-Seitenkanal ist ja stehendes Gewässer. Und es ist schade, bisher ist heute kein Schiff in Sicht. Ich habe gedacht, ich könnte heute Nachmittag vielleicht mal doch ein bisschen Beute machen. Ich bin jetzt hier bei Kilometerschild 34. Das heißt, ich bin knapp 5 Kilometer gepaddelt in 38 Minuten. Naja, das ist okay fürs erste Mal paddeln hier auf dem Elbe-Seitenkanal. Keine Meisterleistung, aber man muss ja nicht immer Meister sein. Oder? Ich höre hinter mir das Tuckern eines Motors. Also so wie es aussieht, werde ich dann bald von einem Frachtschiff hier auf dem ESK überholt. Das macht auch nichts. Ich fahre vielleicht noch einen Meter weiter ran ans Ufer und paddle ruhig weiter und schau dann mal, wie sich die Wellen entwickeln. Hier beim Kilometerschild 36 werde ich jetzt überholt von der Nadir, heißt das Schiff. Ja, die dürfen ja hier auch nur mit einer maximalen Geschwindigkeit von etwa 10 bis 11 km/h fahren, 6 Knoten. Man sieht hier an der Seite, wie das Wasser weggezogen wird durch die Bugwelle. Ich drehe noch mal ein bisschen bei.
Ja, da kann ich mich noch so ins Zeug legen, da kann ich natürlich nicht mithalten, das ist klar. Das Wasser hat sich wieder etwas beruhigt. Da hinten fährt sie jetzt vor mir davon. Auf der ganzen Strecke wurde am Ufer das Schilfrohr abgeschnitten. Hier hat man ein Stück stehen lassen. Strom ausgegangen? Fragezeichen. Naja, das Schilfrohr steht etwas mehr im Wasser drin. Ich bin jetzt beim Kilometerschild 38. Das heißt, ich bin 8,7 Kilometer bisher gepaddelt. Soll gut sein für heute. Es geht zurück. Kante. Und nach Süden. Ich fahre gerade am Kilometerschild 37 wieder vorbei. Das steht jetzt auf der gegenüberliegenden Uferseite. Geradeaus sieht man hinten die Bogenbrücke und dort kommt mir ein Frachter entgegen. Etwa bei Kilometer 37,3 kommt es zum Showdown. Da treffen wir aufeinander. Nein, natürlich nicht. Das ist die Liberty vor mir. Ja, sieht aus wie ein Tankschiff. Und man kann gut sehen hier an der Seite, wie das Wasser weggezogen wird. Auf vielen Seen und Flüssen, da kennen wir uns aus. Auf Ems und Weser, Donau, Rhein, ja da sind wir zu Haus. Auf Wandern, Radfahren, Feste feiern, finden wir ganz groß. Im Wassersport. Ein in Rheine, da ist stets was los. Hier steht jetzt das 36 Kilometer Schild. Das heißt, ich bin auf dem Weg zurück, 2 Kilometer jetzt gepaddelt und weiter geht's. Vor mir ist die Wasserfläche jetzt sehr ruhig und glatt. Das sieht ganz gut aus. Und wenn mich meine trüben Augen nicht täuschen, kommt mir dort hinten in der Ferne nochmal ein Frachtschiff entgegen. Das ist ja nicht das Schlechteste. Also draufhalten und wir warten mal ab. Hier an der rechten Seite, wo man das Gitter sehen kann, da halten sich zur Sommerzeit häufiger mal Angler auf. Heute ist nur Mr. Nobody da. Und Mrs. Nobody natürlich auch. Bei 33,8 treffe ich auf die S.
Janie. Liegt tief im Wasser, also offensichtlich voll beladen. Macht nur wenig Wellen, wie man sieht. Da sag ich dann doch mal, schade, schade. Bei 33,4 treffe ich auf die Synthese 3. Sieht auch nach einem Tankschiff aus, ragt hoch aus dem Wasser. Ich drehe mal kurz bei. Da hinten das Kilometerschild 33, also noch 3,7 Kilometer, die ich zurück paddeln muss. Nein, das ist ein normaler Frachter, die Labe 13. Vor mir macht der Elbe-Seitenkanal einen langgezogenen Bogen, eine Kurve nach links. Ich sehe die Brücken bereits von Schönewörde Vorhob. Also ein paar Minuten noch, dann kann ich dort wieder anlegen. Meine Paddeltour geht hier jetzt gleich zu Ende. Ich paddle unter der Eisenbahnbrücke durch. Die Brücke da vorne, das ist die Autobrücke Schönewörde Vorhob. Über 50 Meter hinter der Brücke lege ich rechts an. Ich bin dann knapp 2 Stunden 25 Minuten gepaddelt. Oh, da donnerte gerade ein Zug hinter mir durch. 8,7 Kilometer nach Norden, also hin und zurück. 17,4. Okay, prima.